Wir verurteilen den Beschuss der Türkei mit Granaten aus Syrien in aller Schärfe. Ich möchte mein Mitgefühl zum Ausdruck bringen mit den Familien der Getöteten und natürlich auch mein Mitgefühl mit den Verletzten und den Familien der Verletzten. Wir wünschen Ihnen eine rasche und baldige Genesung. Wir sind zutiefst bestürzt über die Gewalt, die jetzt im Grenzgebiet zwischen Syrien und der Türkei stattfindet. Und ich habe gestern Abend bereits mit meinem türkischen Amtskollegen Ahmet Davutoğlu mich ausgetauscht und natürlich auch unsere Anteilnahme zum Ausdruck gebracht. Wir wollen Solidarität und Besonnenheit jetzt zum Maßstab unseres Handelns machen. Die NATO-Partner sind sich einig, dass solidarisch, aber auch besonnen auf diese Verschärfung im türkisch-syrischen Grenzgebiet reagiert werden muss. Mit 320 zu 129 Stimmen hat das Parlament in Ankara das sogenannte Interventionsgesetz verabschiedet. Das besagt, dass die Türkei bei Gefahr ihr Militär auch außerhalb der Landesgrenze einsetzen darf. Und Gefahr sieht man spätestens seit den syrischen Artillerieangriffen auf Akçakale. Einen Krieg wolle man dennoch nicht.